Hallo Freunde, das Jahr 2014 neigt sich nun dem Ende zu und ich möchte die Gelegenheit nutzen, zum einen Danke zu sagen. Seit März diesen Jahres bis, ich glaube, November ist schon mit einkalkuliert, sind ungefähr 4000 meiner E-Books verkauft worden und ich hätte wirklich nicht mit dieser Absatzstärke in diesem Jahr gerechnet. Ich bin unendlich dankbar dafür. Jedem einzelnen Leser dafür, dass er die Bereitschaft zeigt, den Willen zeigt, sich auf diese Bücher einzulassen. Ich habe gerade vor ein, zwei Tagen mir die Verkaufszahlen vom Band 1 angesehen, Blutlinie der Götter. Und da liegen die Verkaufszahlen also alleine bei diesem Buch jetzt seit März ungefähr bei 2000 Exemplaren. Und das macht mich natürlich unheimlich stolz. Und ich möchte natürlich auch die Gelegenheit nutzen, um mich beim Bookrix-Team bedanken. Ich weiß nicht, ob man das so ein bisschen erkennen kann. Weil Bookrix ist ja mein Online-Verlag für die E-Books und ich war ganz gerührt, als ich vorgestern eine handgeschriebene Weihnachtskarte im Briefkasten hatte, wo das gesamte E-Book-Team drauf unterschrieben hat und mir frohe Weihnachten gewünscht hat. Also gibt mir doch Anlass zu denken, dass man auch bei Bookrix nicht mit diesen hohen Verkaufszahlen gerechnet hätte. Nichtsdestoweniger trotz herzlichen Dank dafür. Einige haben mich in letzter Zeit auch gefragt, wie es denn nun, beziehungsweise wann es denn nun weitergeht. Ich habe es immer wieder gesagt, ich bin momentan zeitlich sehr gebunden aus verschiedenen Gründen, arbeite aber kontinuierlich an Band 4 der Berra-Chroniken weiter. Wie ebenfalls schon der ein oder andere mitbekommen hat, ist Band 4 das Ende der Berra-Chroniken. Ich könnte jetzt auch sagen, das vorläufige Ende, aber ich sage einfach erstmal, es ist das Ende der Berra-Chroniken. Und dementsprechend könnt ihr euch natürlich vorstellen, dass ich besonders viel Sorgfalt darauf lege, dass jeder einzelne Faden, der vielleicht noch lose irgendwo in den Büchern vorgekommen ist, zu einem befriedigenden Ende geführt wird, sodass keine Fragen mehr offen bleiben. Diejenigen, die das schon wussten, dass der vierte Band jetzt erstmal der letzte sein wird, kamen gleich mit der Frage hinterher, was gibt es denn dann zu lesen? Also, ich hatte es ja auch schon gesagt, es wird auf jeden Fall weitere Bücher aus der Reihe geben, Kurzgeschichten aus Berra. Kurzgeschichten ist ein relativ weit gefasster Begriff, das heißt, es sind immer so 100 bis 150 Seiten und da ist einiges im Prinzip an Gedankenmaterial schon angesammelt worden, denn ich bin überraschenderweise von sehr vielen Lesern mit ihren Lieblingsfiguren und Lieblingslegenden, die in den Berra-Chroniken erwähnt werden, mal konfrontiert worden. Und da wurde ich dann mal gefragt, Mensch, wirst du zu der Figur oder wirst du zu der Legendenerzählung nochmal eine Geschichte schreiben? Und das hat mir sehr viele nette Ideen beschert, die ich auf jeden Fall weiterverfolgen möchte. Aber ich bitte euch bis dahin noch ein bisschen um Geduld. Also es wird auf jeden Fall dauern, bis der vierte Band erscheinen wird. Momentan habe ich so ungefähr 320, 330 Seiten geschrieben und ihr wisst ja, die anderen haben zumindest in Print-Version immer so ungefähr 600 Seiten. In E-Book-Form sind das dann um die 700, 750 Seiten. Also es wird noch ein bisschen dauern, aber ich kann schon so viel sagen. Das Ende für einige Handlungsstränge ist schon erreicht. Und es folgen jetzt noch einige Kapitel, von denen ich schon weiß, wie sie aussehen werden. Das Endziel ist mir natürlich auch schon bekannt. Und also es wird noch einiges zu schreiben geben und danach natürlich auch noch einiges zu korrigieren. So, bevor ich jetzt zum Abschluss komme, noch mal ganz kurz der Hinweis, weil ich da auch drauf angesprochen worden bin, bezüglich der Mogeltrolle. Wir waren in den letzten Monaten ja nicht mehr ganz so aktiv. Wir hatten noch ein, zwei Auftritte und dann noch eine Lesung, wo ich gelesen habe und der Jules dazu ein wenig Gitarre improvisiert hat. War für uns auch ganz was Neues. Wir hatten auch keine Gelegenheit, das vorher zu üben und haben das so ganz spontan einfach mal auf uns zukommen lassen und es ist eigentlich ganz gut angekommen, hatten wir den Eindruck. Und im gleichen Anzug kam die Frage, wie es jetzt aussieht mit Konzerten im nächsten Jahr. Da kann ich noch nicht allzu viel sagen. Also Jules, genauso wie auch ich, wir sind bis Sommer nächsten Jahres eigentlich noch sehr eingespannt, wollen uns da nicht festlegen. Wir haben ja jetzt gerade erst eine neue CD rausgebracht, Freunde aus Berra. Und natürlich ist uns bewusst, dass eine neue CD rauszubringen eigentlich nur Sinn macht, wenn man die danach auch live immer und immer wieder vorstellen kann. Völlig klar. Tatsache ist aber auch, das habe ich seit Gründung der Mogeltrolle immer wieder betont, wenn einzelne Leute mich darauf angesprochen haben, warum man uns so selten sieht, wir machen das wirklich rein aus Spaß und gehen da völlig ohne Druck bei.
Also wenn sich kleine Konzerte für uns ergeben, dann nehmen wir das gerne wahr. Wir sind aber nicht so wild dahinterher, sagen wir auch ganz offen. Was wir stattdessen aber auch ab nächstes Jahr auf jeden Fall wieder ein wenig aktiver betreiben wollen, ist halt die Straßenmusik. Und das dann wahrscheinlich auch erstmal wieder so in den Bereichen Hannover, Hamburg, Göttingen, Lüneburg, Uelzen, also wo wir bisher auch schon auf der Straße gespielt haben. Das haben wir auch für 2015 uns weiter vorgenommen. Inwiefern es dann Konzerte geben wird, also offizielle Indoor-Konzerte, werden wir noch sehen. Und um noch auf eine abschließende Frage zu kommen, wie das aussieht mit den Gastmusikern, die auf der CD zu hören sind, ob die auch live mit dabei sein werden, da gibt es auch noch überhaupt keine festen Gedankenspiele. Klar hat man darüber nachgedacht, auch das mal kurz angesprochen, aber wie gesagt, die Mogeltrolle ist für uns ein sehr zwangloses Projekt. Also wir gehen da ganz, ganz locker irgendwie bei, wir haben uns da keinen Soll gesetzt. Was sich ergibt, das ergibt sich. Und in diesem Sinne möchte ich eigentlich auch schon abschließen. Ich danke euch für das wunderbare Jahr 2014. Hoffe, wir sehen, hören, lesen uns im Jahr 2015 wieder. Ich wünsche euch ein paar sehr schöne, ruhige, entspannende Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Tschüss.